Hallo Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute erscheint mal Hero Brian in unserer Stadt in Minecraft. Wenn es dir gefällt, lass gerne ein Like da und so das Abo, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Und jetzt viel Spaß! Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, Freunde, es sind jetzt 2 Tage vergangen, nachdem ich und Easy Cheesy keine Freunde mehr sind. Wer das Video nicht gesehen hat, muss sich das unbedingt mal angucken. Und zwar bin ich gerade noch von dem Gespräch hier. Und zwar, wenn ihr hochgeht, seht ihr auch, sie hat gesagt, sie möchte nicht wieder befreundet sein. Wer das ganze Video sehen möchte, schaut sich gern einfach auf meinen Kanal. Hier oben steht sie. Ja, das letzte Video an. Es war auf jeden Fall sehr, sehr traurig für mich. Und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und ja, Freunde, es war für mich wirklich, wirklich schmerzhaft. Muss ich einfach mal so sagen. So, komm, komm, was ist denn los? Hä, Freunde? Ich kann mich nicht bewegen. Wow. Das war aber ziemlich komisch. So, also, wie gesagt, es ist einige Zeit vergangen. Und, ja, 2 Tage haben es nicht gereicht. Ich bin immer noch sehr, sehr traurig. Wegen dem, was passiert ist. Ich habe auch noch keine Begründung. Aber, Freunde, man soll jetzt dann in so einer Situation natürlich auch die Leute nicht stressen. Wirklich Zeit drüber wachsen lassen. Und dann gucken wir, wie es dann eben weitergehen kann. Okay, jetzt erst einmal zurück. Der Weihnachtsmann liegt hier auch noch. Und wir schauen mal nach unseren Tieren. Von ein bisschen Ablenkung schadet mir jetzt auf gar keinen Fall. So, hier läuft alles auch eigentlich, genau. 1, 2. So, 1, 2. So, sieht schon mal gut aus. Zack. Zack, zack, zack. So, jetzt hier entlang. Zack. Sehr schön. Und das auch noch alles. Also, das Getreidefeld wird langsam. Hoffe ich dann einfach mal so sehr. Und jetzt fängt es auch an zu regnen, Freunde. Was ist das für ein unglaublich beschissener Tag bislang? Naja, es hört, glaube ich, auch schon wieder auf zu regnen, genau. So, die Chicken hier, die werden langsam auch mal kurz alle gepaart. Genau, genau, genau. So, hier sind noch ein paar Eierchen. Nicht schlecht. Chicken nochmal ein bisschen down hier. Zack. Hier kommen neue Chickens rein. Sehr schön. Hier, Freunde, seht ihr ja, dass das Kuhgehege immer größer wird. Moment. Ich glaube, wir müssen mal kurz ein paar Zäunchen dafür holen. Moment. So, 1, 2, 3. Sehr schön. Dann wird das, glaube ich, auch ein bisschen besser. So, komm hoch, komm hoch. So, perfekt, perfekt. Denn, Freunde, ihr wisst ja, wir haben momentan ein neues Haus am Bau. Unser neues Luxushaus mit Lena zusammen. Aber dafür fehlt noch einiges, bis man es erstmal Luxushaus nennen darf. Klar, es wird riesig, aber ihr seht es ja, Freunde. Es ist noch lange nicht fertig. Und ich habe das Gefühl, das wird so ultra schön. Und, oh, ich habe doch sogar genug Holz. So, Zäune. Denn ihr mögt die Tiere immer richtig, Freunde. Ihr sagt immer, ich soll mich mehr um die kümmern. Aber, ich muss hier natürlich auch für jeden gleich Platz haben. So, zack. Perfekt. So, und so, sehr schön. 64 Zäune sind jetzt mit von der Partie. Jetzt mal ganz kurz hier nach unten laufen. So, schön, schön, schön. Moment, Moment, Moment. Wo sind denn die Tiere? Da hinten im Gehege. Wow, das war knapp, Freunde. Das war richtig knapp. Wie können wir das jetzt am besten hier weiter verlagern, Freunde? Oh mein Gott. So, zack. Erst nochmal hier können wir mit denen noch ein paar neue Babys bekommen. So, oh, jetzt habe ich einfach einer, der draußen ist, genommen. So, zack. Freunde, kein Wunder, leckt es hier auch mittlerweile schon so schlimm. Hier sind so viele mittlerweile am Rumlaufen. Das ist unglaublich. So, zack. Dann müssen wir mal, wir machen es mal bis hierhin. So, genau. So, Freunde, ja, das sieht doch schon mal ganz schön solide aus, würde ich behaupten. So, zack, zack. Hier alles weg, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack. Ja, Freunde, ich muss sagen, es geht schon mal in die richtige Richtung hier. Das wird riesig. Oh, die können noch nicht durch zum Glück, okay. Wichtig. Dann gehen wir jetzt mal hier entlang. So. Machen das mal ganz kurz. Klar, das sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber hier entlang, zack. Dann können die auch so ein bisschen nach oben laufen, würde ich mal behaupten. So, schön hier entlang, zack. Und ja, Freunde, mir gefällt's. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mir gefällt es mega. So, dann können die noch ein bisschen hier hochlaufen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Und hier auch nochmal alles hochziehen. So, sehr schön. Also, jetzt noch den Baum hier am besten fällen. Und dann kann man das Ding hier
offiziell eröffnen. So, kommt rüber, ihr Kühe. Ihr habt wieder einen neuen Platz. Es sieht doch ja schon mal direkt viel schöner aus, oder? Ja, guck mal, die freuen sich ja auch richtig, hier drin zu sein, wieder in einem neuen Gehege. Langsam kommen sie alle rüber. Klar, das dauert jetzt, es ist halt auch schon ziemlich eng. Aber jetzt, Freunde, sieht es doch alles schon mal richtig gut aus. Ja, haben mehr Platz, gefällt mir. Okay, jetzt gehen wir schnell hier rüber ins neue Haus. Denn wir müssen die Sachen natürlich jetzt auch wieder abnehmen. Wir wollen hier auch eine gewisse Ordnung haben, würde ich mal behaupten. Ich denke, da habt ihr alle Lust drauf, dass das hier ein bisschen geordneter zugeht. So, Moment. Freunde, hier entlang, genau. Zack, zack. So, wo haben wir es denn? Kiste hier. Sehr schön. Moment. Perfekt, Freunde. Also, das sieht doch jetzt schon mal mehr als gut aus. Ja, Freunde, die Sachen sind gepackt. Und jetzt ist, denke ich, alles wieder gut. Den Tieren geht's klasse in meinem Haus. Würde ich sagen, Freunde, bauen wir heute relativ wenig, denn ich glaube, es steht was anderes, weil ich habe schon Beschwerden bekommen aus dem Dorf. Und was ist das hier für ein Block? Freunde, was ist das für ein Block? Hä? Okay, was ist das für ein Block? Naja, Freunde, ich habe auf jeden Fall Beschwerden bekommen aus dem Dorf, aus der Stadt, dass jemand Unbeliebtes in der Stadt gerade haust und Leute erschreckt und so weiter, Freunde. Und wir als Bürgermeister, würde ich mich jetzt schon fast betiteln, müssen da dementsprechend Sachen machen, Freunde. Und zwar gucken, dass die Leute rausgehen. Oder diese eine Person, ihr könnt jetzt mal raten, wer damit gemeint ist. Vielleicht habt ihr auch schon eine gewisse Vorahnung. Lasst mich mal wissen. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, wer gerade in der Stadt sein könnte und wer hier ein bisschen Unfug macht. Wenn nicht, ihr habt noch 3 Sekunden Zeit zu raten. 3, 2, 1 und Freunde, es ist der sagenumworbene Hero Brian, Freunde. Ihr habt richtig gehört, Hero Brian soll in der Stadt sein und die Leute belästigen, bedrohen und so weiter. Also echt keine schönen Sachen, das wünscht man keinem. Deswegen, Freunde, müssen wir jetzt als Bürgermeister und das sind wir halt auch von den Bürgern gewählt, da gleich mal nachgucken. Und ihr wisst ja, Freunde, wie soll ich sagen, es kommt dann halt auch ein bisschen Action. Vielleicht kommt ein Fight. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt noch hier diese Reihe fertig und dann bin ich mal gespannt, was denn so passiert. So, das sollte reichen. Diese Wand hier noch. Zack, sehr schön. Okay, dann wäre das schon mal hier erlangt, genau. Hier, gehen wir Gas. So, zack, 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 zack. Sehr schön, Freunde. Okay, soweit, so gut, würde ich mal behaupten. Das kann man noch zumachen hier. Sehr schön. Und jetzt geht es schon mal alles in die richtige Richtung. Nee, so. Da haben wir vielleicht das ein bisschen zu früh gemacht. So, zack, zack, zack. Ja, also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt gucken wir mal, was es mit dem Herobrine auf sich hat. Wir müssen uns jetzt in die Lage hier reinversetzen, Freunde von Herobrine. Wenn ich Herobrine wäre, wo würde ich mich tagsüber aufhalten, dass mich keiner sieht und nur nachts Sachen und nur nachts die Leute erschrecken kann? Wahrscheinlich irgendwo in einem Haus oder, Freunde, lasst mich überlegen. Wahrscheinlich noch im Wald, oder? Wahrscheinlich noch wird er noch im Wald sein, Freunde. So, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal auf in den Wald und gucken, ob Herobrine dort ist. Ich gehe einfach mal stark davon aus, Freunde. So. Im Wald oder hier in solchen verlassenen Häusern? Das könnte ja auch sein. Nee, also hier unten schon mal nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Hier findet man auch nichts sonderlich. So, mal schauen. Aber hier, nee. Also es sieht nicht danach aus. Deswegen denke ich, Freunde, dass er irgendwo hier im Wald rumirrt, dass man ihn nicht findet. Das ist, denke ich, die plausibelste Erklärung. Deswegen müssen wir mal schauen. Zack, zack, zack. Ist er da? Da ist er doch! Hero Brian! Hero Brian! Geh weg! Lass die Leute in der Stadt in Ruhe! Ich baue ihn jetzt ein, Freunde! Ich baue ihn ein! So kommt er nicht mehr weg! So, zack! Freunde, wir haben ihn! Wir haben ihn! Zack, Freunde! Wir haben Hero Brian einfangen können! Oh mein Gott! Das war wichtig, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim nächsten Video morgen wieder. Heute war wieder richtig viel Action. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein fantastisches Abo. Wir konnten Herobrine fangen und die Stadt, ja, beschützen. Macht's gut und ciao.